euch der Knaller und vor allem seid ihr der Knaller. Ihr wisst schon, dieses Konzert war nach einer Minute ausverkauft. Ihr seid crazy. Großes Tennis, ganz, ganz großes Tennis. Wir freuen uns sehr. Heute eher ungewollt der Tourabschluss. Ne? Wir haben das gelesen und wir haben uns zurückerinnert. 2004 haben wir hier eins unserer allerersten ausverkauften Clubshows gespielt. Das allererste Mal, dass wir hier waren, da war die Platte noch gar nicht draußen, die erste. Da standen hier 20 Leute. Ich erinnere mich, dass das Stage-Diving sehr spannend war. Aber wir haben es hingekriegt. Wir konnten es uns nicht nehmen lassen, nochmal vorbeizuschauen und nochmal Hallo zu sagen, bevor wir Tschüss sagen. Und es ist großartig, dass ihr das mitmacht. Es ist geil, dass ihr hier seid. Großes Tennis. Wir freuen uns sehr, diesen Abend mit euch zu verbringen. Vielen Dank. Eine gute Überleitung. Nur für mich, ist halt irgendjemand zum ersten Mal auf einem Silbermond-Konzert? Tatsächlich? Ganz ehrlich? Das ist sehr spannend. Da hast du mir ein sehr schönes Fleckchen heute ausgesucht. Herzlich willkommen. Ein Applaus bitte für Sie. Okay. Dann hast du halt genug Leute um dich herum, die viele Sachen erklären können. Die vielleicht schon älter sind, ne? Die sich sonst sicher schwer erklären lassen werden an diesem heutigen Abend. Bei dem nächsten Lied gibt es keine gute Überleitung, es sei denn, ich rede 5 Stunden. Handelt sich auf jeden Fall um so eine Sache im Leben, die manchmal passiert und wie man sich manchmal fühlt in gewissen Situationen. Und, es ist das Ding, es geht um Trennung, es geht darum, dass zwei Personen auseinandergehen und ich es noch nie erlebt habe, dass zwei Personen gleich gut damit geht. Es geht darum, dass du derjenige bist, der versucht, so ein Loch zu stopfen, was einfach nicht zu stopfen ist. Das Lied heißt das Leichteste der Welt. Und ich irgendwie auf einen Bus, krieg den Kopf nicht.